Hallo, liebe Freunde, wir haben heute Donnerstag, den 19. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August 2021 und ich war heute bei Netto. Ja, normalerweise gehört dieses Video, was ich jetzt mache, nicht auf diesen Kanal, sondern auf einen anderen Kanal von mir, wo ich Waren teste, aber heute mache ich mal eine Ausnahme, weil es relativ dringend ist. Und zwar, ich war heute bei Netto und was habe ich gekauft? Eine Nudelmaschine für 14 Euro und etwas. Gut, eine Nudelmaschine macht man ja normalerweise Nudeln mit, aber wir, unsere Community, die ich ja hier anspreche, die machen ja damit gerne Tabak und schneiden den zu fertigen Tabak halt eben, nicht wahr? Gut, um was geht's? Ja, ich habe die Nudelmaschine gekauft. Und ich habe mir gedacht, naja, 14 Euro, das ist natürlich sehr wenig. Es ist günstig für eine gute Nudelmaschine. Gibt es da eventuell kleine Probleme mit? Ich zeig's euch was. Einen Moment. Ja, also, wer eine Nudelmaschine für 14,99 Euro kauft, die angeblich 67% Entschuldigung, die angeblich 67% im Preis reduziert wurde. Also wie gesagt, der kann jetzt natürlich keine Hightech-Gerät erwarten. Und ja, obwohl die Verpackung ist sehr schön. Ich will mich jetzt auch vorsichtig ausdrücken. Ich will nichts gegen diese Nudelmaschine sagen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie durchaus auch Pasta macht und ihre Nudeln schneidet. Bloß für unsere Zwecke, ja, erwarten wir etwas mehr als so ein noch nicht mal voll durch, das ist auf dem breiten Durchlassen noch nicht mal da, schafft sie es durchzugehen. Und wenn wir den feinen Schnitt nehmen, sehen Sie, dass die hier alle noch ein bisschen zusammenhängen. Ja, also mit dem Schneiden für Papier ist sie nicht geeignet und fürs Schneiden mit für unsere Tabakblätter ist sie auch nicht so ganz toll geeignet halt eben. Ne? Wie gesagt, für Nudeln alles toll. Ganz wahrscheinlich gibt es die besten Pasta-Nudeln der Welt davon halt eben. Ne? Aber was für mich wesentlich ist, wenn ich eine Nudelmaschine kaufe, das Erste, ich mache diese Seite hier auf. Sehen Sie das? Und da sind Zahnräder. Und die sind sehr, sehr wichtig. Neben den Schneiden sind auch die Zahnräder wichtig. Die sind fast noch wichtiger als diese Schneiden. So, jetzt zeige ich Ihnen warum. Einen Moment. Dann kommen wir mal dahin. Wenn ich also ein Gerät habe, stimmt hier was nicht? So, ja. Wenn ich ein Gerät habe, was über Zahnräder angetrieben wird, dann ist es sehr wichtig, dass diese Zahnräder auch fest beieinander sind und nicht, schaut mal hier, hört ihr das? Wenn wir nämlich hier mal drehen, dann sehen wir, dass die noch nicht mal, wenn sie mal ungerad laufen, ineinander greifen. Und wenn wir hier sehen, dass die Zahnräder, ich weiß nicht, ob Sie es hören, so locker sind, ja, da hilft auch dieses Fett hier nicht drauf, ja, dann wissen wir, dass diese Zahnräder früher oder später bald im Arsch gehen. Das heißt, nicht greifen und sich abschleifen. Und das ist das Problem. Eine gute Maschine, die hat feste Zahnräder, die ist gut verarbeitet. Und hier sehen wir, naja, also mit der Verarbeitung wollen wir nicht. Hören Sie das? Ja, so dürfen keine Zahnräder wackeln und nicht. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ihr Tabakfreaks, die nach 2 Kilo noch gebrauchen könnt, dann ist das wahrscheinlich schon Glückssache. Und wenn noch nicht mal Papier, also ich rede hier von Papier, sauber getrennt wird und noch zusammenhängt, dann ist das auch jetzt nicht unbedingt ein Zeichen, dass die Schneiden wirklich an den Kanten gut entgradet sind. Sie sehen das also hier. Da müsste ich schon auseinanderziehen halt eben, ja. Gut, nur so viel. Ich will jetzt dieser Maschine für 14 Euro
gar nichts abtun. Nein, wirklich nicht. Für 14,99 Euro ist es in Ordnung. Mit den 67% Preisnachlass ist natürlich... Gut, lachen wir später drüber. Also, ich mache dieses Video aus dem einfachen Grunde, weil mir einige gemeint haben und einige Beiträge da sind, wo es heißt, ey, Buchheimer, Buch geh nach Netto, da gibt es jetzt für 14 Euro ein paar zerquetschte, gibt es jetzt ganz tolle Nudelmaschinen. Naja, ist ja auch eine tolle Nudelmaschine. Das Prospekt sieht ganz toll aus, schön bunt halt eben. Ne? Ja, auf der Nudelmaschine selbst steht allerdings nichts drauf. Da ist keine Firma verzeichnet, gar nichts. Doch, da unten steht was. Ja, was steht da? Nudelmaschine und Nudeltrockner. Ach ja, der Nudeltrockner. Der ist übrigens auch dabei, den zeige ich euch. Hier ist ein Nudeltrockner. Hab allerdings fast, ja, beinahe eine halbe Stunde gebraucht, um den zusammenzubauen, ohne dass er kaputt geht. Aber jetzt steht er, jetzt kann man Nudeln trocknen. Man muss da schon ein bisschen Gewalt anwenden, um diesen Nudeltrockner zusammenzubauen. Aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert kein Nudeltrockner, sondern uns interessiert ein stabiles Schneidwerk und ein sauberer Schnitt. Jawohl. Wie gesagt, Nudeln in Ordnung. Weiß nicht, ich mache keine Nudeln. Aber wer das für Tabak benutzen will, ja, da will ich jetzt mal gar nichts sagen, halt eben. Ne? Nicht, dass mich noch jemand verklagt und sagt, boah, ich hätte was schlecht gemacht, ich, um Gottes Willen, nein. Ich sage nur für uns, die wir Tabak damit schneiden wollen, unseren eigenen angebauten Tabak halt eben, ja, könnte es gewisse Probleme geben. So, so viel zum Thema Netto, Nudelmaschine, 14,99 Euro, Donnerstag. Bis zu 67% heruntergesetzt. Ja, Wahnsinn! Was soll die denn sonst kosten? Soll dieser aus China etwa 30 Euro kosten oder was? Ja, so viel zu dem Thema. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, ich habe dieses Video jetzt mal sehr schnell gemacht, weil heute noch Donnerstag ist. Ich möchte natürlich keinen abraten, sich diese tolle Nudelmaschine zu kaufen, um damit auch Pasta zu machen. Dafür ist sie ja gedacht. Aber habe meine Bedenken halt eben, nicht wahr, wenn man einen bei den etwas besseren Nudelmaschinen wenigstens etwas mehr, hört ihr das, Qualität erwarten könnte und nicht so ein Geschepper. Gerade da an den wichtigsten Teilen halt eben, die dann noch nicht mal richtig zusammengreifen. So viel zu dem Thema. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht keinen Unsinn. Und wisst ihr, spielt nicht an euch rum, sonst werdet ihr blind. So, Bulder. Tja. Ach ja, nur zur Information. Ich bin jetzt gerade auf eBay und jetzt gucken wir mal, was Nudelmaschinen denn so No-Name-Sachen kosten. 29,30. Ah, und wenn wir die jetzt runtersetzen mit 69%, dann kommen wir auch auf 15. Und hier ist aber mit Versand. Diese hat 37, 19,49 Euro, 15,99 Euro, 19,99 Euro, 20,99 Euro. Die ist gebraucht. 24 Euro, 16 Euro, das sind alles neue Nudelmaschinen. 17 Euro, da verkauft eine gebrauchte. 19 Euro, 17 Euro, 56, aha, da ist noch ein Haufen Zeug dabei. 129, die ist mit elektrischem Antrieb. 17 Euro, 19 Euro, jetzt gehe ich mal auf Bestpreis. Warte mal, so, da gucken wir mal, weil das kann man ja einstellen. Ich habe jetzt das beste Ergebnis. Jetzt gehen wir mal den niedrigsten Preis. Was haben wir da? Ah, fängt schon mal mit 1 Euro an. Ja, gut. Also, das ist mir jetzt sehr billig. Gut, das sind jetzt auch keine Nudelmaschinen, aber die kommen jetzt bestimmt gleich. So, ab 15 Euro, da haben wir sie. 9 Euro, 10 Euro, das ist gebraucht, 15,69 Euro, 15,69 Euro, 15,89 Euro,
Jawohl, ja. Seht ihr wohl? Tja, und das sind genau diese Maschinen, die wir da auch haben, denke ich mir. Ha? Zumindest sehen sie genauso aus. Pasta-Maschine und so weiter. So, jetzt gehen wir noch mal ein Stück runter. So, da muss ja mal jemand anders auch noch kommen. Klicken wir mal auf 3. Damit es mal... Ah, das ist also der Ständer. 18 Euro, 18 Euro, 19 Euro. Alles mit kostenlosen Versand. Also da ist der Versand mit dabei. Und wenn wir die durchschnittlichen 4 Euro Versand rechnen, dann könnt ihr ja mal zurückrechnen. Und dann frage ich mich natürlich, wo da dieser 67%ige Rabatt bei Netto, wo der herkommt irgendwie. Also das verstehe ich nicht. Gut, nur zur Information. Ja, will ja niemanden seine gute bei Netto gekaufte Nudelmaschine schlecht reden. Aber, naja, ihr habt ja gesehen, was ich euch gezeigt habe. Und ihr habt ja gesehen, was hier in der Regel so der Durchschnittspreis für diese günstigen oder billigen, vielleicht sind sogar Maschinen dabei, die nicht wackeln halt eben, ne, wo die Zahnräder auch fest dran sind und wo die Schneiden auch tatsächlich ohne leichte Verfranzung an den Kanten schneiden können. Das wissen wir natürlich nicht. 17 Euro, 14 Euro Nudelmaschine, die ist aber gebraucht. 19 Euro. So, hören wir mal auf. Das wollte ich bloß noch ganz kurz zum Schluss noch mal einschieben halt eben. Ja. Vielleicht ist es auch der Nudelständer, der so teuer ist, dass der die 69 oder 68% Rabatt ausmacht. Ja, ist ja durchaus möglich, ne? So, jetzt mache ich Schluss. Also, tschüss.